Ja, zum Glück wurde das kräftige Sturmgebiet ja genau an Silvester wieder weggerechnet. Jetzt berechnen die Modelle nach Silvester ein kräftiges Sturmtief und danach dann einen Kaltlufteinbruch. Und das schauen wir uns in diesem Video ja jetzt mal ein bisschen genauer an. Schauen wir als allererstes auf die Wetterlage am 2. Januar und dann hätten wir hier doch so eine Tiefgirlande, würde ich mal sagen. Und dann würde milde Luft aus Westen nach Deutschland geführt werden. Und die kalte Luft, die wäre dann doch erstmal weit, weit weg. Also die milde Luft wäre eher erstmal näher an Deutschland. Und dann hätten wir nämlich folgende Windspitzen, die da erreicht werden würden am 2. Januar. Hier vor allem in der großen Westhälfte. Teilweise schwere Sturmböen, die aktuell ja berechnet werden. Da müssen wir jetzt aber noch ein bisschen abwarten und ein bisschen genauer hinschauen. Und jetzt habe ich noch das Tief da reingetackert. Hier. Und das müssen wir uns nämlich anschauen, genau wo das Tief liegt. Das machen wir jetzt nach beiden Modellen, nach GFS und EZMWF-Modell, nach dem EZMWF-Modell auch. Und dann sehen wir dann doch hier, wie gesagt, im Westen und Südwesten und Nordwesten die kräftigsten Windböen. Schauen wir uns das Ganze nach dem EZMWF-Modell an. Auch hier im Westen und Südwesten die höchsten Windgeschwindigkeiten, im Nordwesten eher weniger und im äußersten Nordosten. Und Norden, ja, da wäre gar nichts in Sachen Sturm zu finden. Und auch hier habe ich dieses Tief jetzt mal reingetackert und weiterhin bleiben uns auch diese Windsymbole hier erhalten. Wie gesagt, dieses Tief nach dem EZMWF-Modell würde etwas weiter südlicher liegen. Da kommt es dann genau auf die Spielereien an, je nachdem, wie weit das denn jetzt so entfernt ist, das Tief, und wo es genau liegt. Schauen wir dann jetzt auf die Niederschlagsmenge bis zum 12. Januar und da kommt dann doch noch einiges vom Himmel. Jetzt bis Ende des Jahres vielleicht nochmal 20, 30 Liter in den Bergen. Und dann innerhalb von 12 Tagen würden dann wieder ja örtlich 70, 80, 90 Liter pro Quadratmeter da vom Himmel kommen. Und dann schauen wir uns jetzt noch einen möglichen Kaltlufteinbruch an. Hier am Donnerstag, den 11. Januar, oder ich sage jetzt einfach nur 11. Januar. Da sehen wir nämlich, wie sehr, sehr kalte Luft aus Nord-Nordosten nach Deutschland strömen würde, mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe von minus 10 bis minus 15 Grad. Und wenn wir da jetzt mal genauer hier in Deutschland mal reinzoomen, hätten wir hier, wie gesagt, diese Temperaturen in 1500 Metern Höhe verbreitet, zwischen minus 10 oder minus 9 bis minus 13 Grad. Im äußersten Nordosten wäre es nach jetzigem Stand dann wohl am kältesten. Und das Ganze wollen wir auch noch nach den Ensembles abgleichen. Wir fangen im Norden an. Und hier im Norden gut zu erkennen, sehen wir doch ganz gut für Flensburg eine sehr, sehr große Modellbandbreite, die hier aktuell berechnet wird. Mit am Anfang sehr, sehr vielen Niederschlagssignalen, später dann wieder weniger Niederschlagssignalen und eher unterdurchschnittlichen Temperaturen. Wenige Läufe sind da noch dabei, die weiter nach oben gehen, eher mehr Läufe, die einen Absturz da berechnen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt als nächstes für den Osten an. In diesem Fall habe ich mir jetzt Berlin rausgesucht und hier auch gut zu erkennen diesen massiven Absturz, die der Kontrolllauf hauptsächlich berechnet. Der Hauptlauf des GFS-Modells, der berechnet da nicht so einen ganz großen Absturz, aber wir sehen hier doch gut am Ende des Vorhersagezeitraums, der Kontrolllauf, der stürzt doch ziemlich ab bis zu Temperaturen in 1500 Metern Höhe, bis zu minus 15 Grad. Und dazu hatten wir hier immer wieder ein paar Niederschlagssignale am Anfang mehr vorhanden als am Ende. Und das Ganze schauen wir uns jetzt für den Süden an, hier für München. Und hier sehen wir doch, dass hier die Läufe teilweise ganz weit nach unten rauschen. Dazu dann aber erst hier umgekehrt, erst weniger Niederschläge, dann später wieder mehr. Hier würden die Niederschläge dann später zunehmen, so Richtung 3. Januar würden, wie gesagt, die Niederschläge dann zunehmen und dann hätten wir hier dann doch einige Niederschläge, die dann mit dieser Kaltluft, die hier aktuell für München berechnet wird, dann hauptsächlich doch als Schnee vom Himmel runterkommen dürfte. Zum Schluss noch der Westen, hier gut zu erkennen für Grevenbruch. Boah, hier ist die Bandbreite doch extrem groß. Wenige Läufe sind dabei, die nach oben gehen, mehr Läufe, die nach unten gehen. Und auch hier, ja, büxt der Kontrolllauf doch weit nach unten, ja, aus. Am Anfang viele Niederschlagssignale, später dann wieder weniger Niederschlagssignale.
Und am Ende des Feuerwerkzeitraums, wie gesagt, der Kontrolllauf, der hier doch weit, weit nach unten ausbüchst und sehr, sehr starke Kaltlufteinbrüche dann doch hier berechnet. Das war's dann mit diesem kurzen Update. Wir sehen uns, haut rein, bis zum nächsten Video. Macht's gut und wir sehen uns morgen früh wieder. Ciao.